In einem orthonormierten Bezugssystem der Ebene sind die Ecken eines Dreiecks angegeben durch a mit Koordinate minus 11, minus 4, b mit Koordinate 1, 1 und c mit Koordinate 4, minus 3. Klein a bestimme den Kosinus des Winkels ABC in Form eines Bruches. Klein b bestimme parametrische Gleichungen der Mittellinie, die den Punkt B enthält. Klein c bestimme die kartesische Gleichung der Mittelsenkrechte der Seite AB. Klein d bestimme die kartesische Gleichung der Höhe, die den Punkt B enthält. Klein e stelle das Dreieck, die Mittellinie, die Mittelsenkrechte und die Höhe grafisch dar. Beginnen wir mit klein a und mit einem ersten Teil von klein e. Zuerst stellen wir dieses Dreieck ABC grafisch dar und anhand dieser drei Koordinaten ist das sehr schnell gemacht. Jetzt suchen wir den Kosinus von diesem roten Winkel ABC. Und dazu nutzen wir die Kosinusregel in diesem Dreieck ABC. Kosinusregel, die besagt, dass diese Seitenlänge AC im Quadrat gleich ist zu dieser Seitenlänge AB im Quadrat plus diese Seitenlänge BC im Quadrat minus 2 mal diese Seitenlänge AB mal diese Seitenlänge BC mal den gesuchten Kosinus vom Winkel ABC. In dieser Formel werden wir jetzt AC Quadrat berechnen. Wir werden AB berechnen und BC berechnen, deren Werte wir dann auch da einsetzen können. Zuerst AC Quadrat. Wir erhalten die Distanz zwischen A und C im Quadrat als Summe von Abszisse minus Abszisse im Quadrat plus Ordinate minus Ordinate im Quadrat. Also so. Und das ergibt 226. Die Distanz zwischen A und B erhalten wir durch die Quadratwurzel von Abszisse minus Abszisse im Quadrat plus Ordinate minus Ordinate im Quadrat. Und das ergibt 13. Wir wenden genau dieselbe Formel an, um die Distanz zwischen B und C herauszufinden. Es ist die Quadratwurzel von Abszisse minus Abszisse im Quadrat plus Ordinate minus Ordinate im Quadrat. Und das ergibt 5. Jetzt können wir in dieser Formel diese Werte einsetzen und erhalten so diese Gleichung mit der unbekannten Kosinus des Winkels ABC. Diese Gleichung schreibt sich noch etwas einfacher und darauf schließen wir, dass der gesuchte Kosinus des Winkels ABC gleich minus 16 65stel ist. Um klein b zu beantworten, brauchen wir den Mittelpunkt von der Strecke AC. Da m die Mitte der Strecke AC ist, finden wir die Koordinate von m, indem wir die von a und die von c addieren und diese Summe durch 2 teilen. Das heißt also, dieser Mittelpunkt m hat als Koordinate Abszisse plus Abszisse geteilt durch 2, Ordinate plus Ordinate geteilt durch 2. Und somit hat dieser Mittelpunkt m als Koordinate minus 7 halbe, minus 7 halbe. Die Mittellinie, um die es hier geht, enthält also den Punkt B mit Koordinate 1, 1 und den Punkt M mit Koordinate minus 7 halbe, minus 7 halbe. Also ist diese Mittellinie die erste Winkelhalbierende, die als kartesische Gleichung y gleich x hat. Und somit enthält sie auch den Punkt mit Koordinate 0, 0. Deshalb können wir also sagen, ein Punkt P gehört zu dieser Mittellinie dann und genau dann, wenn der Vektor BP ein Vielfaches vom Vektor OB ist. Das heißt also, dass Vektor OP minus Vektor OB gleich ist zu M mal Vektor OB. Woraus wir schließen, dass die Koordinate von OP
minus die Koordinate von OB gleich ist zu m mal die Koordinate von OB. Und somit haben wir zwei parametrische Gleichungen dieser Mittellinie gefunden. In klein c brauchen wir diesen Mittelpunkt n von dieser Strecke AB. Da n der Mittelpunkt der Strecke AB ist, finden wir die Koordinate von n, indem wir die von a und b addieren und diese Summe durch 2 teilen. Also, dieser Mittelpunkt n hat als Koordinate Abszisse plus Abszisse geteilt durch 2, Ordinate plus Ordinate geteilt durch 2. Und demzufolge hat dieser Punkt n als Koordinate minus 5 minus 3 halbe. Die Mittelsenkrechte der Strecke AB enthält diesen Punkt n und ist senkrecht zu dieser Seite AB. Ihre kartesische Gleichung schreibt sich also y minus die Ordinate von n, hier schreiben wir x minus die Abszisse von n und hier schreiben wir den Steigungsfaktor dieser Mittelsenkrechten. Und der Steigungsfaktor dieser Mittelsenkrechten, das ist minus 1 geteilt durch Steigungsfaktor dieser Geraden AB. Und der Steigungsfaktor der Geraden AB, den erhalten wir, indem wir rechnen, Ordinate minus Ordinate geteilt durch Abszisse minus Abszisse. Der Steigungsfaktor der Geraden AB, das ist also 5 Zwölftel und demzufolge ist der Steigungsfaktor von dieser Mittelsenkrechten minus 12 Fünftel. Diese Gleichung multiplizieren wir noch mit c und schreiben sie um in diese Form. Die gesuchte kartesische Gleichung der Mittelsenkrechten ist also 24x plus 10y plus 135 gleich 0. Die Höhe des Dreiecks, die den Punkt B enthält, ist senkrecht zu dieser Seite AC. Und demzufolge finden wir schnell die gefragte kartesische Gleichung dieser Höhe. Wir schreiben y minus die Ordinate vom Punkt B. Hier schreiben wir x minus die Abszisse vom Punkt B. Und hier schreiben wir minus 1 geteilt durch Steigungsfaktor der Geraden AC. Und den Steigungsfaktor der Geraden AC finden wir durch Ordinate minus Ordinate geteilt durch Abszisse minus Abszisse. Der Steigungsfaktor dieser Geraden AC ist also minus 1 geteilt durch minus 15, also 1 Fünfzehntel. Und demzufolge ist der Steigungsfaktor der Höhe minus 15. Diese Gleichung schreiben wir noch ein bisschen um, bis wir diese Form erlangt haben. Hier ist die Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Aufgabe.